Willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, passt zu meinem Namen. Bin der Neo. Wir gehen jetzt in die Matrix. Kriege ich dann bitte auch einen coolen Trenchcoat und eine Sonnenbrille? Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen. Obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Da, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Okay. Was sind die jetzt in Kelloggs Erinnerungen? Diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Mach das scheiß Radio leiser! Ich will schlafen! Alle fünf Staaten haben. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Das bedeutet, dass wir. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ja. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Ab sofort alle Bürger der Republik. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Keine Frage, da müssen sich die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Wie cool ist denn das? Ach, das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Deinen Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Wie alt war er da? Eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! 10? 11? Alt genug für eine Knarre? Ein bisschen klischeehaft mit dieser. Nicht so behüteten Kindheit, mit einem Schlägervater, der wahrscheinlich noch säuft eben und so weiter und so fort. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen?
Komm schon, Sarah, du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit und gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe? Ach komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse gucken. Dann haben sie ja genau den Richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehme sie. Was daraus wohl geworden ist? Suchen wir weiter. Ich verbinde mich mit der nächsten intakten Erinnerung. Ich wollte die Erinnerungen ab... Oh, Mann. Das nächste Mal klicke ich gleich. Grrr. Es wird alles gut gehen. Ah, kann ich nochmal? Ja. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Aber wir kennen hier niemanden. Es war das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Und jetzt mit der Kleinen... Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Okay. Ich finde das ziemlich cool gemacht, das Ganze hier. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Haben sie seine Frau und Kind umgebracht? Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich habe mein Geld immer bekommen. So oder so. Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts.
Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Gibt's noch was? Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Boah. Versuch mal diese hier. Eine Familie. Oh ja, das sieht schon mal nach Sünd aus. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie auch. Die ersten Sünds waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut. Aber so gut nun auch wieder nicht. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her und macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich, aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Arbeiten also für das Institut. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Institut. Und dann kam ich ins Commonwealth. Ich hatte irgendwie alles gesehen. Und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hatte es verdient. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Schon badass. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Aber er ist echt ein kaputter Mann. Das ist wahrscheinlich nachdem sein Kind und so tot war. Da hat er wahrscheinlich abgeschlossen. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Die Vault-Computer funktioniert. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden Sie sich nicht lange vor ihm verkriechen können. Mir noch. Sehr gut. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste.
Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Ich prüfe die Lok. Ich habe nie begriffen, warum wir die anderen nicht einfach wieder eingefroren haben. Aber wir hatten unsere Befehle. Der alte Mann wollte wohl nicht so viele ungelöste Probleme. Zu dumm, dass er die eine Person am Leben ließ, die er hätte töten sollen. Der alte Mann. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6, den Gang lang, am Ende. Genau die Szene vom Anfang. Das ist er. Da. Mach sie auf. Aber was macht ihn so wichtig? Und warum sind wir das Ersatzobjekt? Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht. Verdammt. Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Oh, warum Ersatz? Was dauert da so lange? Was macht uns so besonders? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen... Okay, alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Mhm. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch Was? Zu sein. Ist doch gut, oder? Wir waren anscheinend noch ein bisschen länger eingefroren. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Hm. Piper ist wirklich geschafft. Ich meine, das heißt nicht, dass sie recht hat, aber... Der Bürgermeister... Ah, der Bericht von Piper. Kellogg. Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Cooles Outfit. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker
und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Sean weiß wahrscheinlich gar nichts von uns. Er war ja noch ein Baby. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Die teleportieren sich. Ich weiß auch nicht, irgendwie mag ich den Kellogg. Jetzt irgendwie, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Der ist mir irgendwie, er ist ein Arschloch, aber irgendwie auch, nachdem er jetzt das so gesehen hat, ist er mir irgendwo auch sympathisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schwer zu beschreiben. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Mir geht's gut, Doktor. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten, damit wir langfristige Schäden ausschließen können. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Ich habe Kelloggs Leben gesehen. Der Mann hat meine Familie ruiniert. Und ich habe ihn getötet. Ganz recht. Er war ein menschliches Wesen wie wir. Und er hatte Gründe für sein Verhalten, so grausam die auch waren. Und wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, Doktor. Ich weiß auch nicht, ob es da eine richtige Meinung gibt. Wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Wichtig ist, dass wir das größte Geheimnis des Instituts entdeckt haben. Teleportation. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal wie verzweifelt er ist. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht mehr. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt.
Es bedarf einiger Vorbereitung. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Dann gehen wir doch zuerst einmal noch kurz mit Nick reden. Ach, da steht's. Bring Curie zu Dr. Amari. Wo ist denn der Nick? Da ist er. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Was? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Kellogg? Bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Weiter mit Curie reisen. Erst einmal, wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Hm. Ich bin ein Synth, also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber eine alte Power-Rüstung könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Wir sehen uns, Nick. Viel Glück da draußen. Du weißt, wo du mich finden kannst. Also ist er jetzt dann in Diamond City. Okay. Gut, das war eine ziemlich coole Quest. Und ja, wir sind hier noch nicht fertig. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich bin ziemlich gespannt. Macht's gut.